Women Hit Harder Folge 40 und heute mir live zugeschaltet ist Mariam Suk, eine ganz besondere Frau, weil sie eine Motorrad-Stuntfrau ist. Hallo Mariam, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich dabei sein darf. Also wer passt denn besser ins Programm als jemand so wie du, der so einen Sport macht, der so rar besät ist mit Frauen und dann einfach mal jetzt hier Tarale spricht mit uns? Also was ich gelesen habe oder was du mir schon so mitgeteilt hast, die Affinität zum Fahrrad, oh Gott, zum Motorrad war natürlich schon immer da, wahrscheinlich fing es mit dem Fahrrad an, aber du hast früh gespürt, dass das da ein bisschen mehr ist. Du bist dann vom irgendwie Enduro eingestiegen und dann sozusagen 2020 hast du deine erste eigene Stunt-Show gefahren. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern ich überlasse dir einfach mal das Wort, dass du dich mal so ein bisschen introduce, bitte. Ja, gerne. Ja, wie gesagt, ich bin Mariam. Bin jetzt 24 Jahre alt und fahre seitdem ich 15 bin Motorrad. Also es hat bei mir auch ja tatsächlich beim Einrad angefangen. Ich hatte damals so ein Enduro-Einrad, also nicht so ein also anfangs ein Straßeneinrad und dann habe ich mir aber ein Einrad geholt mit groben Reifen und bin dann wirklich irgendwie, als wir mit meiner Familie klettern waren in Frankreich, bin ich da die Wege zum Klettersteig hin und zurück quasi mit dem Einrad gefahren und da hat man natürlich auch schon viel mit Gleichgewicht und Kontrolle über das eine Rad sozusagen mitbekommen und genau, dann mit 15 bin ich quasi mit der Yingqing von meinem Papa durch den Garten gedüst und tatsächlich meine ersten Meter waren auf dem Hinterrad und dann aber gleich im Busch, weil das Motorrad die Yingqing war halt, hat halt keine Kupplung, sondern halt, wie heißt das jetzt? Jetzt komme ich nicht drauf. Dass man halt, quasi, dass man halt Gas gibt und dann schaltet man einfach sofort in den Gang rein. Und dann geht's halt los. Und dann war es aber so, okay, man muss da ein bisschen Gas geben und dann den Gang reinschalten. Und ich habe aber zu viel Gas gegeben, habe den Gang reingeschaltet und das Vorderrad halt sofort hochgekommen. Und dann ging es los, die ersten Meter auf dem Hinterrad. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Anfang dahin, dass ich halt auch wirklich jetzt halt auch Stunt fahre auf dem Hinterrad. Und da habe ich mit 16 meinen 125er Führerschein gemacht und habe mir damals eine Yamaha SR 125er gekauft. Und damit ich einfach auch ein bisschen autark bin, so mit Freunden und aus meiner Klasse haben auch ganz viele Motorradführerschein gemacht und haben wir Touren gemacht. Ich habe alleine Touren gemacht, irgendwie bis nach an die Elbe ran und dann über die Elbfähre und so. Also so alleine immer so Touren, das war auch richtig spannend und hat richtig Spaß gemacht. Und da hatte ich aber leider schon damals meinen ersten Unfall gehabt mit der R125. Meine Eltern immer so vor jeder Fahrt immer ans Herz gelegt, so pass auf, die Autofahrer sehen dich nicht und es ist gefährlich und hin und her. Und und als junges Mädchen war es natürlich immer so, ja, die Eltern, die reden. Aber es ist halt wirklich so, die Autofahrer sehen dich halt auch teilweise nicht. Und bei mir war es dann so, dass ich quasi über eine Autobahnbrücke rübergefahren bin und aus der Abfahrt kam dann halt eine Autofahrerin und die Sonne, es war halt nachmittags, es war ein Tag, bevor wir nach Portugal geflogen sind. Also ich war quasi im Urlaubsfeeling und hatte Feierabend. Und dann bin ich halt da die Straßenrunde gefahren und die Frau ist halt rangefahren, ist halt angehalten, hat halt geguckt. Und es kam mir ein Auto entgegen und es kam mir sogar auf der Abbiegespur auch ein Auto entgegen und ist sie halt losgefahren und hat mich wohl nicht gesehen, hat wohl gedacht, sie schafft die anderen beiden Autos noch. Und ich dann halt Vollbremsung gemacht und bin dann halt vorne ans Vorderreifen und übers Auto geflogen, vors Auto und hin und her, aber es ist zum Glück nichts Schlimmes passiert. Also ich hatte nur irgendwie eine riesen Prellung auf dem Oberschenkel, Motorrad war total Schaden, aber es war für mich so eine, wie soll ich sagen, so eine, da wurde es mir einfach klar, dass wirklich Straßenfahren auch nicht ohne ist so und dass man wirklich halt gucken muss, ey, die Autofahrer sehen dich nicht vielleicht, ne? Du bist vielleicht, die können die Geschwindigkeit nicht richtig einschätzen und so weiter. Und ab diesem Punkt bin ich eher so, da habe ich mir halt überlegt, oh, Straßenfahren, vielleicht lieber doch Enduro fahren und Gelände fahren und so ein bisschen weg von der Straße. Und mein Bruder und meine Eltern fahren auch alle Motorrad. Also bin ich auch schon als Kind schon quasi ein bisschen mit reingekommen. Fahren viel im Urlaub mit dem Motorrad, Gardasee und viele Touren gefahren und so weiter. Und mein Bruder
hatte dann auch überlegt, mehr Enduro zu fahren. Also waren sonst alle eher Straßenfahrer. Und naja, dann sind wir einen Urlaub nach Italien gefahren. Da habe ich meine neue Beta bekommen, also Beta 125 LCRR, also auf Enduro, aber mit Straßenreifen. Und ja, und dann gab es da, naja, sind wir Touren gefahren am Gardasee und dann gab es da halt so eine Enduro-Strecke, den Metzler Offroad-Park. Und ein sehr steiniges Gelände, da sind auch, finden auch viele Weltmeisterschaften statt und so, die großen Fahrer fahren da und naja, für mich war es so ein Traum, so boah, cool und da waren Einmal Trial-Fahrer. mit. Ja, genau. Und da waren halt auch ganz viele Trial-Fahrer, das finde ich auch total cool, wie die da einfach so, als wäre es nichts, über diese Steine rüberspringen und hin und her springen und so. Und das hat mich richtig fasziniert und dann, naja, bin ich da mit meiner Beta mit Straßenreifen auf diese Enduro-Strecke gefahren. Und ja, man hat mich da einfach nicht mehr runterbekommen von der Strecke, weil das einfach so viel Spaß gemacht hat. Und ja, da habe ich es einfach für mich so entdeckt, boah, ja, Enduro fahren, das ist cool. Und genau, und dann bin ich halt, als ich zu Hause war, dann mit meinem Bruder ganz viel Enduro gefahren, auf Strecken, überall rum. Habe viele neue Freunde kennengelernt, unter anderem auch meinen jetzigen Freund und Lebensgefährten Viktor. Und ja, und da sind wir damals halt auch eigentlich nur Enduro gefahren. Und dann hatte mein Freund seine Enduro zur Inspektion weggegeben. Und leider hatte das halt länger gedauert als gedacht. Und ich glaube, über ein Jahr, glaube ich sogar. Und er hatte dann einfach kein Motorrad und hatte sich dann ein Straßenmotorrad geholt und hat das dann quasi umgebaut zum Stuntbike. Und genau, und dadurch kam ich dann erst, also ich habe vorher schon mit der SR und mit der Beta auch schon immer Wheelies geübt auf abgelegenen Straßen, weil das einfach so in der Gruppe, wo ich war, die haben das halt auch alles immer geübt und trainiert und so. Und dann War halt habe ich es cool. halt, ja, war das genau, es war halt cool. Und dann dachte ich so, boah, dann probiere ich das halt auch. Und haben es halt immer gegenseitig immer ein bisschen unterstützt und Tipps gegeben und so. Also das war richtig cool. Und da bin ich halt auch schon so ein bisschen, aber es war eher so nebenbei. Es war noch nicht so richtig, ja, dass es wirklich täglich war. Und dadurch, dass mein Freund sich dann halt die Supermoto geholt hatte, und halt mehr Stunt gefahren ist, bin ich das dann auch mehr. Und wir haben dann zusammen trainiert. Und da war es dann wirklich auch so, dass ich jeden Tag irgendwo hingefahren bin auf abgelegenen Straßen und wieder gemeinsam trainiert haben. Und genau, und dann haben wir auch Stunts zusammen gemacht, also dass ich mit bei ihm auf Motorrad war. Und so fing das dann irgendwie alles an. Und dann etliche Meets, also Motorradtreffen, sowas wie Big Bike Meet. Da treffen sich halt die ganze Szene sozusagen und ja, man feiert da und hat halt einfach eine Fläche, wo man halt stunten kann. Man kann seine Stunts zeigen. Man wird natürlich nach und nach immer besser, die Wheelies werden immer steiler und es kommen mehr Stunts dazu, also auch unterschiedliche Stunts und ja. Aber ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Also du hast Ja. schnell gemerkt, dass es bei dir tatsächlich wirklich mehr die Affinität zu Enduro ist. Ja, gar nicht so Rennstrecke, weil Rennstrecke ist ja im Prinzip auch nicht Straße. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. So dieses, du hast halt immer die Gefahr, dass auf im normalen Straßenverkehr die Leute einfach mega träumen. Ja, da kannst du ja noch so gut sein. Ja, oder die Sonne steht schlecht oder keiner. Das sind ja immer Gründe, wenn man Motorrad fährt, oh Mann, immer noch mal dreimal gucken oder 30 Mal besser gesagt. Du stehst an einer Ampel, auf einmal fährt dir einfach jemand drauf, weil er am Handy gespielt hat. Oder du, also weißt du, so dieses, das ist einfach unangenehm. Aber Rennstrecke wäre doch auch noch eine Option gewesen, oder? Ja, bin ich auch tatsächlich. Also ich glaube, das erste Mal Rennstrecke war ich vor 2 Jahren und zwar in Lichtenberg. Das ist so eine Supermoto-Rennstrecke. Da habe ich dann auch zum ersten Mal mir Supermoto-Reifen für also meine damalige Husqvarna, die war ja auf Enduro. Also ich hatte gar keine, also ich habe Wheelies und alles auf Enduro-Reifen geübt. Und also ich war von dem Tag an, wo ich den Unfall hatte, auch jetzt nicht komplett weg von der Straße. Ich musste natürlich immer noch zur Arbeit fahren und so weiter, aber man hatte einfach ein anderes Bild, fand ich so, vom Straßefahren. Und zum Beispiel mit den Jungs und so bin ich auch immer noch Touren gefahren und so, aber es war halt immer dieses im Hinterkopf, okay. Also, naja, aber dann war ich da in Lichtenberg auf der Supermoto-Strecke und das hat auch richtig Spaß gemacht. Also da ist ja auch immer ein Teil Offroad mit dabei, da sind ja auch Sprünge mit dabei und Sandkurven und so. Und
Aber das war auch auf jeden Fall richtig cool und würde ich auch sehr gerne wieder machen. Ich glaube, nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall, also wir haben bei uns in der Gruppe auch Leute, die die IDM mitfahren, Supermoto, also Deutsche Enduro-Meisterschaften. Und da habe ich auch auf jeden Fall immer Lust zu so Trainings oder sowas mitzufahren. Ja, auf jeden Fall. Und Aber du redest von dem Lichtenberg in Hamburg, oder? In der Nähe von nee. Hamburg, meine ich. Okay. Oder vertausche ich das gerade? Nee. Oder weil wir haben in Ja, Berlin auch ein doch. Lichtenberg, ist ein Bezirk. Echt? Nee. Na. Warte mal, oder? Wie hieß denn das? Doch, es hieß Lichtenberg, meine Ja, ist ich. ja auch Ist gar egal. nicht. Okay. Aber weißt du, man tauscht sich ja immer aus. Man möchte ja so die Ja, schönen ja. Strecken mal irgendwie hören. Wo kann man mal Ja, auf jeden hinfahren, Fall. ja? Sag mal so, als Ja. Berliner hast du ja auch eigentlich Brandenburger Umland. Da gibt es auch tolle, tolle Strecken. Genau. Aber ich muss unbedingt nochmal sprechen. Also, du bist ja noch echt jung und man spürt ja die Passivität, oh Gott, die Passion, wollte ich sagen. Man Ja. spürt die Passion für dein Zweirad, ja. Und wenn man so, ach, ja, und der Name und dann durch die Reifen und so, und das ist schon einfach mega, ja. Es ist, sag ich mal, jetzt kein gängiges Fraueninhaltsthema. Also, jetzt so ganz platt gesprochen. Aber ich finde es Hammer, wenn man so sein Ding hat, worauf man so abfährt und worauf man, also, wenn man einfach so stolz ist, ja. Und Ja. dann hast du durch Victor, der hat ja diese Gruppe, diese Stunt-Gruppe, die heißen ja die Lionhearts, ne? Also so ist ja Genau. auch dein Instagram-Profil. Und dann Stimmt. habt ihr beschlossen, ihr seid einfach, macht es jetzt einfach, dass ihr sozusagen ja für Geld Stunts macht. Genau, also ich muss gerade mal überlegen, wie das genau war. Wir sind bei den Hamburger Motorradtagen, die kennst du wahrscheinlich auch. Da sind wir vor 3 Jahren, glaube ich, oder 4 Jahren die Supermoto-Show mitgefahren mit den Jungs. Da gab es ja immer diese Shows und da haben wir den Stefan Blank kennengelernt. Der ist ja auch ein sehr berühmter Stuntfahrer. Und der hatte gesagt: Ey, habt ihr nicht mal Lust, eine Stuntshow mitzufahren? Weil wir sind da ja Supermoto gefahren, aber durch YouTube hat man ja auch gesehen, dass wir halt auch Stunt fahren. Und da kamen wir irgendwie ins Gespräch und dann sind wir gemeinsam, da bin ich aber selber nicht gefahren, nur bei Victor mitgefahren, sind wir die erste Stuntshow in Lübeck, glaube ich. Nee, Schwerin. Schwerin oder Lübeck? Oh. Also man merkt, ihr wart auf jeden Fall viel unterwegs, Ja, wenn ihr wirklich. Ja, auf jeden Fall sind wir da dann die erste Stuntshow mitgefahren. Dann das Jahr darauf halt wieder HMTs. Da hatten wir dann unsere eigene Lionhearts-Show sozusagen. Da hatte ich leider aber eine Verletzung und bin bei Victor auch wieder mitgefahren. Und dann letztes Jahr haben die HMTs ja noch zum Glück stattgefunden. Und da bin ich dann auch sozusagen meine erste eigene Stuntshow da mitgefahren. Und genau. Also Stefan Blank hat uns da einfach so ein bisschen quasi mit in diese Shows mit reingebracht. Und dann waren wir zum Beispiel auch im Werner-Rennen, haben dann eine Riesenshow gefahren vor zigtausend Menschen. Das war der Wahnsinn einfach. Also es war richtig cool. Und da bin ich auch selber gefahren. Und das ist schon was anderes, so wenn du dann irgendwo so deine Show auf so Leinwänden siehst und da sehen irgendwie über 100.000 Menschen oder so. Das war. Also ein bisschen schade, dass die Zuschauer sehr weit weg standen, weil das, finde ich, gehört auch mal so zu einer Stuntshow mit dazu, dass du einfach mit dem Publikum so ein bisschen mitarbeiten kannst. So danach richtest du ja auch ein bisschen deine Stunts. Wenn die das toll finden, dann legst du vielleicht nochmal irgendwas drauf oder machst nochmal irgendwas Spektakuläres, stellst dich auf die Sitzbank oder keine Ahnung, machst die Füße zur Seite und machst die Hand raus und winkst oder sowas. Das ist ja, also dieses mit dem Publikum zusammenarbeiten oder halt, das finde ich halt viel, viel Gibt auch schöner viel so. Energie einfach, ne? Ja, genau, Das ja. zieht einen so mit. Das heißt, du musst mir jetzt nochmal sagen, also du bist sozusagen die absolute Obergranate im Bereich Wheelie, Hinterrad, Fußrasten und Sprünge. Und Sprünge, ja. Ja, und letztes, also seit 2 Jahren fahre ich auch die deutschen Enduro-Meisterschaften mit. Also Enduro-Wettkämpfe, klassisches Enduro. Und da bin ich dieses Jahr dann die komplette Saison mitgefahren. Und so, das macht halt auch. Also eigentlich mache ich beides. Also ich mache ein bisschen Stunt und aber auch Enduro-Rennen. Und ja, waren da auch schon enduro-technisch in Rumänien und
Ja, sind auch schon viel gereist Ich und glaube, das ist halt auch die Sache, ne? Wettkampf ist halt für dich, für dein persönliches Vorankommen wichtig, um auch daraus immer wieder sozusagen zu lernen. Aber die sind ja oft nicht, wie sagt man, unterstützt vom Staat oder so. Das heißt, sind ja alles private Eigenleistungen. Und ich ja. glaube, das ist ja oft auch in unserem Sport so, weil das ja auch kein olympischer Sport ist, dass wir sagen, okay, pass auf, wir machen da noch das und das mit, damit wir die Kohle wieder generieren können, um den Wettkampf zu finanzieren. Ja? Und das versteht irgendwie immer keiner, weil da ist immer so, ja, aber ihr seid doch so alle so erfolgreich und man müsste doch Geld und überhaupt und nee, es ist einfach kein olympischer Sport, dementsprechend keine Subventionierung bzw. Unterstützung, das ist ja nicht, ja, und das ist einfach so schade und sich dann immer wieder auch erklären zu müssen. Aber deswegen finde ich das gut, dass du sagst, okay, pass auf, ich mache das naja, fürs Cash und ich mache das, weil es einfach für mich persönlich wichtig ist, ja. Also das ist natürlich eine gute Sache und solange man sich das zeitlich erlauben kann und gesundheitlich sowieso immer am Start. Ja. Darf ich fragen, ist das sozusagen dein Hauptberuf auch? Nee. Also da jetzt ja keine Stuntshows und in dem Sinne halt stattgefunden haben durch Corona leider. Aber mein Hauptberuf ist es nicht. Also ich bin gelernte tiermedizinische Fachangestellte. Habe da auch 3 Jahre in diesem Beruf gearbeitet und jetzt seit Anfang dieses Jahres arbeite ich in der Marketingabteilung bei Fricke also von Fricke und bin sozusagen das Gesicht von Granit, der Unterfirma, und mache da halt alles, was Social Media angeht, also TikTok, Instagram, YouTube. Wir machen da gerade eine Restaurationsreihe, wo ich einen alten Hanomag restauriere zum Beispiel. Und ja, das ist sozusagen mein Hauptberuf. Und das Motorradfahren ist eher Hobby und ja, einfach die Zeitchen. Leidenschaft, die dahinter steckt. Genau. Ist ja Wahnsinn, du bedienst ja irgendwie auch alle Kanäle. Das ist ja der absolute Oberhammer. Ja. Und vor allen Dingen vom tiermedizinischen Fachangestellten zum Marketing, wiederum zum Motorrad. Dann hast du gesagt, wir treffen uns heute so früh, weil du ja noch Schrauben gehst. Also weißt du, du bist da wirklich mit 24 eine absolute Obergranate, kann man sagen. Ja, Ja, das kannst du dir ruhig mal das anhören. Das kannst du da ruhig mal kurz aushalten, weil man muss sich auch mal gegenseitig irgendwie so Dinge sagen. Ich glaube, manchmal sieht man es ja selber nicht. Aber es ist schön, wenn einem das mal einer sagt und man so sagt, ja, es macht mich gerade verlegen, aber ja. Ja, also ja, also ich habe schon, ja, finde ich auch, es ist für mein Alter habe ich echt schon viel erlebt und auch viel gereist, und das finde ich halt auch so schön einfach, dass dieses Hobby einem auch so zum Reisen bringt und auch diese Community, die einfach auch da ist, und man fragt irgendwie, ich fahre jetzt nach Italien runter, ey, man fragt die Community, kann ich bei irgendjemandem übernachten oder so, habt ihr einen Schlafplatz oder so, dann zack, zack, ziehen Leute und melden sich, kannst du hier hin, kannst du hier hin, und du lernst dann neue Leute kennen. Also das ist einfach total cool, finde ich. Und Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist ja im Sport eigentlich immer so, Sport connected. Und das ist auch, ich weiß noch, also als Judoka, ja, oder jetzt MMA, wenn du irgendwie am Start bist, du, ich fliege jetzt da und dahin und so, können wir uns sehen, hast du eine Möglichkeit? Und das sagt nie einer nee, ja. Und wenn sich Freunde von mir aus sonst wo melden, ja, auch so, kann ich mal bei dir pennen? Ja, na klar, kannst du. Also, ich meine, es ist so schön, wenn man auch jemanden da hat, mit dem man dann zum Beispiel dann gemeinsam trainieren geht oder, also, das ist halt genau. immer irgendwie spannend, ne? Und natürlich erweitert es so einfach so massiv den Horizont. Und da bin ich absolut bei dir. Das stimmt. Ja. Ja, auch Aber sag schön mal, ist, ey, was sag? finde ich auch schön, dass zum Beispiel, dass wir uns jetzt auch kennengelernt haben, weil du fährst ja auch Motorrad, und die Bilder so zu sehen auch von Mallorca, wie du da mit der Harley fährst und so, der Wahnsinn. Und ich finde das find auch total cool einfach. Auch dich einfach so als Persönlichkeit kennenzulernen, einfach so. Auch Boxerin, so, das finde ich halt auch total cooler Sport einfach. Und auch als Frau finde ich das super cool. Und ja, weiß ich nicht, ich würde auch voll gerne mal bei dir so mit reinschnuppern, und vielleicht kann man auch mal zusammen Motorrad fahren oder so. Ja, Ist ne, echt. das müssen wir sowieso machen. Ja, oder? Das Witzige ist wirklich, dass ich kriege das ja zum Beispiel auch nicht so mit, ne? Aber wenn mir dann gesagt hat, ey, du bist echt so ein verrücktes Huhn und wie du Motorrad fährst und du hast gar keine Fear, du fährst einfach. Und ich sage so, nee, nee, nee. Also innerlich sieht es in mir schon auch anders aus. Aber einfach konzentriert und dann einfach machen. Weißt Ja. du, wenn du so schöne, enge, kleine Kurven fährst, das ist ja so mein Ding, weil, also ich liebe auch Offroad, ja, das macht mir auch mega Spaß, aber da bin ich lange nicht so gut wie auf der Straße, sage ich mal, ja.
Aber tatsächlich, man merkt, dass es Enduro-Fahren oder Offroad total hilft, auch im Straßenverkehr, weil du einfach viel besser, wenn die Maschine mal ausbricht, wenn du auf dem Hinterrad so viel Power hast, dann ist es mal glatt oder du musst irgendwie ausweichen und so. Und das hilft total, wenn du das Gefühl hast, wie sich die Maschine unter dir bewegt, wenn der Untergrund wackelt, ne? Finde ich auf der Straße, weil viele Motorradfahrer, ich weiß nicht, wie es auch im urbanen Bereich ist, die denken, sie sind jetzt die absoluten Road Kings, weil sie schnell fahren. Und mit einer Hand noch so in der Hüfte. Ich denke mir immer so, oh, wirklich jetzt? Willst du es wirklich darauf anlegen? Weißt du, was ich meine, ne? So Weiß macho-mäßig. Also komm, lass ich. ihm halt den Spaß. Oder wenn die dann einfach so komplett ohne Schutz fahren. So, ja, nee, ich habe ja noch einen Termin. Nee, deswegen trage ich einen, was weiß ich, einen Tonschuh oder einen Flipflop vielleicht sogar noch. Habe ich auch alles schon gesehen. Und Ja, dann habe ich auch schon öfter kannst du gehört echt nur jetzt. sagen, ey, du hattest bis jetzt so ein Glück, dass du so noch fährst. Ich wünsche dir, dass du heile bist. Ich mache das immer so innerlich, ja, aber reg mich tierisch auf, weil ich finde auch, zum Beispiel zum MMA oder also zu jedem Sport gehört ja auch ein gewisses Equipment. Ein Schwimmer hat ja auch eine Badekappe und eine Brille, ja, der würde ja auch nicht jetzt einfach, weil er einen Termin hat, ohne fahren, so. Ja, Also, genau. ich finde, das ist das Wichtigste. Vor allen Dingen ist, ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was passieren kann, was eigentlich die Maschine für eine Kraft hat, was auch ein Aufprall oder es muss ja nur 10 Stundenkilometer sein und Feierabend. Und deswegen, liebe Motorradfahrer, liebe Zweiradfahrer, liebe Autofahrer, nochmal an dieser Stelle Appell an euch: bitte passt einfach schön auf euch auf und auch auf euer Umfeld. Ja, das stimmt. Das ist ganz wichtig. Das kann auch ganz schnell gehen. Also habe ich im Freundeskreis natürlich auch schon vieles miterlebt, wo sie auch nur mal eben kurz Motorrad zum Waschen fahren im Sommer mit Flipflops und T-Shirt. Und letztendlich war bei ihm dann quasi so, lag er, glaube ich, eine Woche oder zwei im Koma, weil er sich die Hauptader im Schenkel irgendwie aufgerissen hat. Und das war wirklich, also es kann ganz schnell gehen und das ist super, ja, gefährlich halt. Nee, also. Sprich ruhig auch gerne nochmal deinen Appell aus. Wir haben ja die Zeit. Ich wollte nur sagen, Leute, passt Aber auf euch auf, ey. du hast es ja eben schon sehr, sehr schön gesagt. Also es ist wirklich, es kann Jedem ja auch. sollte auch klar sein, dass es ja Menschen gibt, die einem nahestehen, die einen lieb haben und dass es immer auch ein Verlust ist. Also in dem Moment, also ich glaube, man denkt manchmal, man ist so im Modus, oh ja, komm, ich fahre mal schnell rüber, kauf mal noch ein paar Äpfel, was weiß ich. Und in dem Moment, ja, also immer, immer bei der Sache sein, ne? Weil viele, und das ist, ich weiß nicht, ob dir das nochmal aufgefallen ist, sagen so, oh, ich fahre Motorrad total gerne, das entspannt mich total. Da kann ich abschalten. Junge, du kannst nicht auf Motorrad abschalten. Du bist einfach, die verwechseln dieses Gefühl, du bist einfach so konzentriert, dass du denkst, du bist entspannt vielleicht, ja, aber du musst einfach gerade auf dem Motorrad, da brauchst du auf jeder Kopfseite Augen. Du kannst dich einfach entspannen. Da muss ich immer so. Ja, bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, wenn ich Straße fahre, so Spiegel und so sind ja dran und ich gucke da auch rein, aber ich bin so ein Mensch, ich drehe mich dann auch immer komplett um, um wirklich nochmal sicher zu gehen, ob da wirklich nichts ist, weil ja, einfach nur mal 100% abgesichert sozusagen, weil das, ja, Es einfach ist wichtig. wirklich so, ich finde auch gerade, wenn du manchmal, also ich hasse Autobahnfahren, aber manchmal muss es ja kurz sein, dass du auf dem Zubringer, auf die Landstraße oder so rüberfährst. Und immer so dieser Moment, wenn die Spur rechts rausgeht und sich eventuell noch ein Auto entscheidet, auch mit rüber zu ziehen, ja? Und du weißt nicht, bist du jetzt im toten Punkt oder hat er dich wirklich gesehen? Ich hasse das. Es gibt ja welche, die prügeln sich dann trotzdem noch durch und ich sage immer auch, komm, wenn das jetzt so eine komische Situation ist, dann gehe ich lieber mal kurz runter vom Gas, weil ich habe selbst auch hier in Berlin einfach schon die schlimmsten Sachen gesehen. Das kann man sich, das will man nicht gesehen haben und einfach mal lieber ein bisschen runter vom eigenen Ego und sich vielleicht kurz aufregen unterm Helm und da, 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 da. Aber Hauptsache unverletzt da von dieser Strecke gekommen, ne? Ja, genau. Ja, ich weiß noch, da habe ich gerade den 125er Führerschein gemacht und die Jungs alle so, boah, cool, Mariam, jetzt können wir ja richtig Touren fahren, lass mal zum Elbstrand. Ich so, nein, oh Gott, durch Hamburg, weil ich habe ja auf dem Land den Motorradführerschein gemacht und Stadt, so kannte ich halt so gar nicht, also außer halt von so mal Autofahren, also mit halt mitfahren. Aber puh, das war schon echt. Gleich so am ersten Tag mit dem Führerschein und dann nach Hamburg rein. Also, die sind da halt auch alle sehr so. Also, die Aggressiv. wissen, ja, genau, die fahren richtig aggressiv. Das ist halt so völlig neu für mich. Und ja, aber es ist halt auch eine gute Übung, dass man dann sich vielleicht auch aufmerksam macht oder, keine Ahnung, halt das Aufpassen einfach halt auch nochmal quasi, ja, verinnerlicht, so dass man wirklich guckt, okay, er sieht er mich nicht.
nimmt man sich lieber zurück, so, oder, ne? Also. Soll ich dir was, das ist bei mir auch so ein Ding. Ich war früher, ich war ja auch, bevor ich sozusagen zu Harley-Fahrerin wurde, so Modell, super, super Sportler. Ja. Und tatsächlich ist das Hammer, gerade in der Stadt, so eine Harley knallt ja ohne Ende. Und du wirst halt tatsächlich wahrgenommen, auch wenn die richtig abgeht wie eine Sau. Ja. Du wirst halt wenigstens gehört. Ich hatte mal von Harley die Livewire, Elektrobike. Mega tolles Bike. Wirklich, macht mega Spaß. Aber ich hatte wirklich Angst da drauf, weil du so schnell bist und du hörst aber gar nichts. Und die Leute denken, das ist ein Roller oder so, weil er so leise ist, weil die es noch nicht kennen, ja? Und jedes Mal, bei jedem Mal rechts vor links oder in der Straße, ich habe gedacht, oh Gott, ey, ich wäre mal froh, wenn ich das wieder abgestellt habe. Deswegen eine richtig schöne Verbrenner, die knallt, ja, wirst du wenigstens wahrgenommen, ja? Das ist irgendwie, Supersportler ist auch nochmal ein bisschen anders, finde ich. Aber seitdem ich Harley fahre, fühle ich mich wirklich sicher. Ja, das kenne ich auch, ja. Das finde ich auch gut. Also es gibt ja auch in einem Doro-Bereich halt auch hier auch die E-Bikes. Ich weiß nicht, ich finde das so klar an der Strecke, die vielleicht am Wohngebiet ist oder so, das verstehe ich. Aber ich weiß nicht, bei mir muss es halt irgendwie laut, also ich brauche irgendwie einen Sound und einen Geruch oder so. Also es muss dieses Motorrad-Feeling einfach sein. Und ja, weiß ich nicht, das zu missen, puh. Wenn du vom Bock steigst und dann riechst du so, oh, Benzin, I love it. So, das war eine gute Tour. Ja, ich riech schon nach Benzin, genau. Die Haare so, oh ja, geil. Ist echt so. Ich finde doch immer, wenn wir also auf Events sind, keine Ahnung, was ich jetzt ein paar Mal gemacht habe, war auch Flat Track, also Speedway und so. Und wenn ich da auch selber habe ich da dann manchmal moderiert und wenn ich dann einfach nur komplett dreckig war und dann so, okay, ist jetzt eigentlich nicht geil, aber eigentlich ist es geil. Ja. Man denkt ja immer nur daran, so, oh, das muss man ja irgendwie wieder abmachen, ja, und dann überall dieser Geruch, wenn die dann Gas geben und dann, pff, und eigentlich ist es ja eine böse Angelegenheit für unsere Umwelt. Ne? Aber es ist irgendwie auch, ich weiß nicht, es erinnert mich immer so an meine kleine Rüpelzeit, als ich noch kleiner war. Nee, das finde ich auch. Das ist einfach so, keine Ahnung, das gehört irgendwie mit dazu. Also das abzugewöhnen und nur noch E-Bike, irgendwann wird es wahrscheinlich so sein, aber solange kann man es ausnutzen. Ja, ich glaube auch. Sag mal, Mariam, ich habe jetzt hier nochmal ein kleines Attentat auf dich vor. Und zwar nennt sich die Rubrik 15 schnelle Fragen. Oha, bin gespannt. Einfach ganz instinktiv sozusagen antworten. Okay. Okay, also. Sind das so mit Ja, Nein oder ganze, also... Das wirst du gleich sehen. Oh Gott, okay. Also, Kaffee oder Tee? Kaffee. Haus oder Wohnung? Haus. Fahrrad oder Auto? Das kommt drauf an. dann Fahrrad. Bahn oder Flugzeug? Flugzeug. Weiß oder schwarz? Weiß. Halb leer oder halb voll? Halb voll. Gehst du lieber in eine Bar oder bist du lieber zu Hause? Ich bin auch gern mal so zu Hause, so für mich, aber ich gehe auch gerne mal mit Freundinnen oder so Cocktail trinken in eine Bar. Also hätte ich auch dann ohne Motorrad. Genau, ohne Motorrad, ja. Aber okay, jetzt. Pumps oder Sneakers? Sneakers. Job oder Familie? Familie. Wasser still oder mit Sprudel? Still. Wassereis oder Milcheis? Wassereis. Joggen oder Radeln? Joggen. Sommer- oder Winterurlaub? Oh, also wenn es richtig Winter ist und Snowboard fahren und Skifahren, finde ich das auch richtig geil. Aber so tauchen und irgendwie Schnorcheln und Wasserstrand finde ich halt auch richtig schön. Also eigentlich beides. Aber ich würde eher sagen Sommer. Ja, es ist lange genug einfach kalt, ne? So ein bisschen Palmen und Tauchen. Genau. Und ja. Ey, du bist ja wirklich genau so eine actiongeladene Frau. Ich finde das, ich feiere das total. Schön, schön, schön. So, jetzt wird eine ganz fiese Frage gestellt und zwar 30 Mal Achterbahn oder ins Oktagon mit mir zum Kämpfen? Oje, also ich hätte auf jeden Fall richtig Bock, mal mit dir Training zu machen. Aber ich glaube, das sieht schlecht aus. Also, keine Ahnung. Ich glaube, da würde ich lieber Achterbahn nehmen. Ich weiß es nicht. Also, nein, wir sagen mal, das ist ein ganz technisches Training. Dann kannst du mit ins Oktagon kommen. Aber ja, Achterbahn machen wir dann auch. Ja, okay.
Bin dafür. Ich auch. Okay, jetzt die allerletzte Frage, dann bist du davon befreit. Würdest du für 1 Million Euro 10 deiner Lebensjahre nehmen lassen? Ja oder nein? Oha, ich würde sagen nein. Weil, weiß ich nicht, ich finde das so schön. Also Leben, also man lebt ja so viel. Also ich würde das nicht, würde ich nicht machen, glaube ich. Zu sehen, so wie dann, keine Ahnung, Kinder aufwachsen oder weiß ich nicht. Also das, glaube ich, würde ich nicht machen. Also ja, nicht für das Geld, oder? Nee, nein, nee. Glaube ich nicht. Ich glaube, ja. Schwierig, kommt immer darauf an, in welcher Phase man sich befindet, ja, glaube ich. Ja, oder mit dem Geld kann man natürlich auch vieles machen, viel erleben, noch vielleicht viel reisen oder so. Aber dafür dann kürzer leben, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ja, kannst du noch eine Weile über die Frage nachdenken. So grundsätzlich sind ja manche Fragen auch so gestellt, damit man lange, möglichst lange darüber nachdenkt, ja, und sich vielleicht auch nicht mehr vergisst. Ja, ich denke auf jeden Fall nochmal drüber nach. Okay, sehr, sehr gut. So, jetzt wird es nochmal ein bisschen persönlich, so ein bisschen weg vom Motorrad. Mit welchen drei Worten würdest du dich selbst beschreiben? Oha. Oha. Ja. also ich glaube, ich würde es auf jeden Fall sagen, dass ich sehr abenteuerlustig bin. Ich bin ein sehr freundlich und offener Mensch. Und ja, sportlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Können wir ja erstmal einfach so einloggen. So, dann musst du bitte folgenden Satz vervollständigen. Ich liebe. Soll ich das nachsagen? Ja, oder du kannst ihn einfach ergänzen. Ach so, ich liebe Motorradfahren. Oder soll es jetzt? Nein, 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 ist alles gut. Ich hasse. Ich hasse. Ich will fertig sein. Nein. was soll ich sagen? Ich hasse es, krank zu sein, zum Beispiel. Also ich bin so ein aktiver Mensch. Ich hasse es, wenn ich irgendwie einen Tag lang im Bett liege oder so. Komische Sache, aber... Nee, doch, ich finde auch, also Krankheit ist immer so, das schlägt mir auch aufs Gemüt. Ob es jetzt eine Verletzung ist oder Krankheit, wenn man einfach Einbuß hat in seinem normalen Action, also in seinem Leben, beziehungsweise einfach einem klar wird, scheiße, man ist ja gar nicht der Herr über den Körper. Also nicht wirklich, sondern das entscheiden manchmal auch kleine Mikroviren, Mikroben, Bakterien, whatever, was jetzt gerade passiert. Ne? Das finde ich irgendwie auch so, geht mir auch so. Verletzung immer, kriege ich immer einen kleinen, du weißt schon. Was war dein größter Fehlkauf? Mein größter Fehlkauf? Also ich habe jetzt, ich muss sagen, bei zwei Gästen sind mir Dinge im Kopf geblieben, die ich einfach geil fand. Eins war ein Mantel aus Kamelhaar. Aha. Oha. Und eins war irgendein Auto, was tatsächlich dann nach kurzer Zeit zerfallen ist, buchstäblich. Okay. Oh. Puh. Ich muss gerade mal überlegen, was könnte das sein? Vielleicht in der letzten Zeit irgendwas? Ja, es ist so schwierig irgendwie, weil ich immer, ich überlege immer doppelt so, brauche ich das wirklich, brauche ich es nicht. Und deswegen, es gab bestimmt schon zig Dinge, aber mir fällt jetzt einfach nichts ein. Ja. Wir können jetzt doch erstmal weitermachen, vielleicht fällt dir noch ein. Vielleicht fällt mir noch was ein, ja, das ist gut. Was war bis jetzt dein schönster Moment ever? Mein schönster Moment ever. Es gab so viele. Da kannst du dich ja auch vielleicht drei beschränken. Drei beschränken, okay. Also, ich finde es immer, so die schönsten Momente finde ich immer so, wenn man irgendwie so mit der Familie einfach zusammensitzt und alle sind gesund und glücklich und dieses, so jetzt zum Beispiel bei meinem Geburtstag jetzt im November und dann kommen die Großeltern noch dazu und du bist einfach glücklich, dass noch
ja, dass man noch so zusammen sein kann einfach. Das finde ich immer richtig schön. Und ja, schöne Momente. Wenn man irgendwie beim, also zum Beispiel finde ich das auch total schön, immer wenn man, wir gehen ja auch Klettersteige, also ich klettere ja auch. Und in Italien, wenn wir dann am Gardasee klettern, du kommst oben an und hast es geschafft und dann kannst du diesen Blick genießen und so. Das sind auch richtig schöne Momente, finde ich. Und ja, Wettkämpfe, Erfolge. Ich bin ja auch, ich habe früher Fechten gemacht und Friesenkampf. Und da bin ich auch im Friesenkampf deutsche Meisterin geworden. Und ja, sowas ist halt auch krass irgendwie. So denkst du so, hä? Deutsche Meisterin. Und ja, solche Momente sind halt auch schön, wo du einfach so dein halt, ja, auf dem Treppchen stehst und denkst so, yes, du hast es geschafft. Genau dafür. Genau. Und ja, man ist dann einfach happy und genau, ja. Hast du noch einen Traum? Was ist dein größter Traum? Oder was sind deine Träume? Was sind so deine nächsten Steps? Was kommt? Meine nächsten Steps, also ich würde, also mein größter Traum so ist das auch wirklich eventuell von vom Motorradfahren halt Social Media, Instagram zu leben, YouTube zu machen, zu reisen. Mit meinem Freund quasi, dass man, wir wollen uns auf jeden Fall einen großen Transporter holen irgendwann und dass wir dann wirklich einfach mal sagen, wir sind jetzt einfach mal weg, Motorrad eingepackt, Enduros und Supermotos und wir reisen einfach durch die Gegend und ja, dann natürlich Kinder, Familie, ja, Gesundheit Dann kannst du und aber erstmal nicht mehr Motorrad fahren. naja, ja. Aber danach vielleicht dann wieder. Und vielleicht, wenn die Kids dann größer sind oder so. Ja, auf jeden Fall habe ich schon gesagt, mein Kind kommt auf so eine Trail und dann kann er seine ersten Oh, süß, ja. Sachen dann mit der Trail machen. Wird Ich dann muss sagen, richtig. zwei meiner Freundinnen, die auch begeisterte, passionierte Motorradfahrerinnen sind, die haben jetzt beide Kinder. Eine hat eins, eine hat zwei und die haben beide ihre Maschinen. Sagen wir mal, also eine ist verkauft worden, die andere wurde auf unbestimmte Zeit eingemottet. Oh, okay. Ich Ja, glaube das tatsächlich, aber. der Hormonspiegel oder so verändert sich und auf einmal kommt so eine Art Angstgefühl hinzu, ja? So nach dem Motto, was ist, wenn die Kindesmutter, das sind, glaube ich, so Szenarien, die da durchgespielt werden und dann sagt dein Unterbewusstsein dir, nee. Ich glaube, es kommt erst wieder, wenn das Kind ein bisschen größer ist. Ja, war ja jetzt bei uns ja auch so. Meine Eltern sind ja auch, bis ich 16 bin, sind sie auch kein Motorrad. Die sind ja auch Motorrad in Afrika gefahren und keine Ahnung wo und Ja. haben dann halt auch quasi zur Seite gelegt und jetzt, wo ich mit 16 Führerschein gemacht habe und so und da kam das dann erst alles so wieder irgendwie und wir haben dann so gemeinsam Touren gemacht, gemeinsam Urlaub gemacht und so und ja, also so wäre es wahrscheinlich bei mir dann auch, dass ich dann wahrscheinlich irgendwie so, bis das Kind dann irgendwie 15 oder 16 ist und dann vielleicht auch selber Motorradführerschein macht, wer weiß, und dass es dann halt so langsam halt wiederkommt dann einfach, ne? Ich habe mich das tatsächlich auch oft gefragt. Also ja, ich bin selbst ja auch, ich liebe Motorradfahren, aber wie das jetzt ist, wenn mein Spross, ich habe keine Kinder, aber wenn ich eins hätte und das und macht Motorradführerschein, ich glaube, ich würde durchdrehen. Ich glaube, ich wäre eine von diesen ganz strengen, nein, du machst das nicht. Oh, das wüsste ich halt auch noch nicht. Also ich kann es jetzt auch noch nicht sagen, aber also ich glaube, wenn mein Kind wirklich Bock auf das Hobby hätte, würde ich es auf jeden Fall unterstützen. Und auch, ich finde das auch so niedlich, wenn die Kleinen mit diesen kleinen Minibikes da über Ja. den Bahnsteig gefahren und in diese So habe ich ja riesen auch, Helmen. ja, so habe ich ja auch angefangen, ja, so mit sechs, Genau. auch so ein Mini-Ding. Ja. Und ich meine, bei meinen Eltern war es ja auch so, die hätten uns wahrscheinlich auch schon früher aufs Motorrad gesetzt, aber unser Kinderarzt hatte halt damals gesagt, dass das nicht gut für den Rücken ist. Und deswegen haben meine Eltern das nicht gemacht und deswegen auch erst mit 16. Ich weiß halt nicht, wie das bei mir dann sein wird, aber ich denke, wenn das die Kinder, wenn man sie da so ranführt oder so, oder wenn das Kind einfach Bock hat auf Motorradfahren, dann würde ich es auf jeden Fall unterstützen. Aber wenn es dann Motorradführerschein macht und auf der Straße fährt, ich glaube, ich würde es immer so ein bisschen eher von der Straße. Aber Ist ganz echt ehrlich, so, ne? ist Die es. Straße ist das große Ding, Ah, ey. ja,
Weil, wie gesagt, meine Eltern haben das ja auch mal gesagt, so fahr vorsichtig, die sehen dich nicht. Und ich immer nur so als Kind so, ja, so, die reden nur, die sehen mich ja schon. Aber dann ist es halt wirklich passiert und leider bei mir durch einen Unfall. Es hätte natürlich auch anders ausgehen können. Das ist halt doof, wenn man das dann erst erfährt, so, ne? Und dass man das dann halt schon vorher quasi weiß, so, die sehen dich wirklich nicht und so. Aber das kannst du, glaube ich, als Elternteil kannst du das deinen Kindern so oft an den Kopf schlagen. Und die werden es dann wahrscheinlich irgendwie selber dann. Die sind dann erfahren. So, oh Mama, oh Papa. Genau. Hab mal ein bisschen Trust, das hört man doch ja, jetzt genau. Immer. Sei nicht so uncool, wenn ich jetzt. Ja, genau, sei mal nicht so. Ich meine, wir waren ja auch mal in dem Alter, scheiße. Oh Mann, oh Mann. Mariam, was würde uns denn eigentlich an dir überraschen? Überraschen? Sehr überraschen. Also so, was ich mache, was man jetzt nicht erwarten würde? Oder ja. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, dadurch, dass ich schon so... Ich habe zum Beispiel ein Pferd. Hättet ihr das gedacht? Also ich habe es gedacht, weil da hatten wir schon mal was. Aber geht es dem eigentlich wieder gut? Ja, dem geht es wieder gut. Ja, die das war ja, 2 Tage in der Klinik. Und aber es ist alles in Ordnung und jetzt geht es ihr gut. Jetzt frisst sie wieder und genau. Aber das ist halt auch so irgendwie, man denkt sich so Motorradfahren und so hin und her und dann halt noch ein Pferd. So viele wissen das halt einfach gar nicht. Aber ich kenne auch ganz viele Motorrad, also Mädels in der Motorradszene, die haben auch ein Pferd. Also irgendwie scheint das wohl so, ich bin ja, habe ja früher auch Dressur und Springreiten gemacht und so. Und vielleicht war dieses Schnelle und Adrenalin pur und keine Ahnung, wenn ein Pferd über irgendwas rüberspringen und dass das schon so ein bisschen in die Motorradrechnung halt gegangen ist, so dass es das halt schon so ist. Also, auf jeden Fall, also ich, also es macht total Sinn, das doch, denke schon. Ja. Aber das wissen halt viele nicht von mir, dass ich dann auch noch ein Pferd habe und keine Ahnung, noch was anderes außer Motorradfahren sozusagen. Oh Mann, oh Mann. So, folgende Frage. Worauf achtest du bei anderen Menschen? Oha. Ja, du kommst hier nicht so locker weg. Ja? Du musst hier nur so ein paar lockere Fragen beantworten. Das war ja ganz, ganz einfach. Was achte ich darauf? Ich glaube, ich achte immer sehr so, wie sie so mit anderen Menschen halt so sind. Also ich bin so, weiß ich nicht, ich kann immer sehr gut einschätzen, okay, wie gehen sie mit anderen Menschen um? Wie ist deren Charakter so? Also darauf achte ich halt schon. Aber ja, weiß ich gar nicht so genau. Also eher so auf das, ja, wie sie halt so mit ihrem Umfeld halt so sind einfach. Und finde ich irgendwie. So, jetzt sind wir tatsächlich schon fast am Ende. Nein, Spaß. Oh! Nein, nein, mich würde natürlich jetzt nochmal interessieren, so aus deiner Sicht. Mhm. Was bedeutet für dich Women Hit Harder? Women Hit Harder. Ich finde, das ist so ein bisschen so, dass wir Frauen das halt auch können. Also ich finde, auch beim Motorrad ist es halt auch so, bei Rennen zum Beispiel, so, die werden die Mädels halt immer noch sehr berücksichtigt, das merkt man extrem, aber eigentlich brauchen wir dieses vereinfacht, also das, also zum Beispiel werden, keine Ahnung, bei Baumstämmen Umfahrung gemacht oder es wird halt sehr darauf geachtet, so, dass die Frauen das dann halt auch schaffen, so nach dem Motto, aber ich finde halt, wir Frauen sind genauso, so, wir können das auch, also was Männer können, können Frauen schon lange so ungefähr, also finde ich. Und das finde ich, klingt halt auch so ein bisschen so, Roman Hits Harder. Ja, so nach dem Motto, glaube ich, finde ich das eigentlich. Okay, finde ich cool, gespannt. Also wenn du magst, dann gehören gern die abschließenden Worte dir. Die abschließenden Worte, oha. Ja, also ich bedanke mich natürlich vom Herzen, dass ich hier mit dabei sein durfte im Podcast und hoffe natürlich, dass wir uns auch nochmal persönlich treffen können. Ich auch. Und dass wir mal eine Runde Motorrad fahren oder dass ich mal ein Training mitmachen darf oder zuschauen darf oder so. Das würde ich richtig spannend finden. Und ja, wünsche allen da draußen
Ich hoffe natürlich, euch hat der Postcard gefallen. Und ja, was soll ich noch sagen? Ja, wünsche euch natürlich und dir einen schönen Tag und ein schönes Restwochenende. Danke. Und ganz viel Gesundheit und dass alle gut durch die Corona-Zeit kommen, ist natürlich so. Und ja. Ja, danke dir, Mariam Zug. Vielen Ja. Dank, Women Hit Harder. Es war schön, dass du mein Gast warst. Ich freue mich auch, dich persönlich kennenzulernen. Wünsche dir auch alles Gute, viel Gesundheit und wir sehen uns. Ja, super. Dankeschön.